Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Staxel. Mit mir. Ich bin allein. In der letzten Folge haben wir jetzt hier die Feen-Dingensen fertig gemacht. Denen haben wir es voll gegeben. Futter auffüllen für Fluffy. Fluffy, da brauche ich ja gar kein Namensformular, aber ich denke, Fluffy werde ich wahrscheinlich so lassen. Wo ist denn Fluffy? Fluffy! Wo ist denn meine Fluffy? Ich habe keine Ahnung, wo der Junge sich schon rumtreibt. Zwiebeln! Dann werden wir die mal... Die sind alle. Ja gut, liegt aber daran, weil ich hatte ja einen Tag trockene Pflanzen, obwohl ich eigentlich davon ausgegangen bin. Ja, so wie hier. Sieht nicht gesund aus. Ich habe doch aber gestern gegossen. Wahrscheinlich habe ich genau die eine gegessen. Kann ich denn 13. Frühling? Da müsste ich doch nochmal anpflanzen können, oder? Oder haben die Tage überhaupt 30? Ich weiß es nicht. Oh, Fluffy! Den Baum müsst ihr eigentlich nicht gießen. Irgendwie mache ich es trotzdem jetzt mal. Gewohnheit. Oh, genau. Wir haben ein Geschenk bekommen. Einen Pfotentisch. Ich brauche dringend eine Küche. Dann haben wir hier noch das Glühwürmchen im Glas. Glühwürmchen in der Flasche. Ich würde sagen, die packen wir nur rein und die packen wir nur rein, weil dann können wir mal Bäume anpflanzen. Kartoffel! Uns gab es immer eine Kartoffelfrau früher. Die ist immer durch die Straßen gefahren und hat dann immer gerufen, Kartoffel! Und die hat dann immer so eine Klingel dabei gehabt. Ich glaube, den Pfotentisch wollen wir verkaufen, weil was will ich denn damit? Die Pfotenmöbel möchte ich eigentlich nicht benutzen. Samen. Ich habe jetzt leider vergessen, wie viele Tage der Kalender hat. Ich habe voll eine Kuppe, Idiot. Nein, das ist falsch. Gibt es eigentlich nur irgendjemanden, den wir nicht kennen? Ich glaube jetzt spontan nicht. Ernsthaft, da kriegen wir bloß 10 dafür. Ja, dann brauche ich noch nicht verkaufen. Na schön, da kriegt man eins dafür. Hat sich voll rendiert, finde ich. So Vollgas. Na, Songkäfer, den behalten wir jetzt mal. So, was habt ihr denn hier alles für mich? Wahrscheinlich nichts, was ich brauchen kann. Ein Schafschild. Eine Futterstelle. Eine Hühnerfutterstelle. Was gibt's hier? Klamotten. Da hoffe ich, dass mir mein Haustier da irgendwann mal herbringt. Ich glaube, Badewanne und sowas gibt es gar nicht. Also nicht im regulären Laden, habe ich so das Gefühl. Wo war denn der? Der war hier. Also wir haben einen dabei, das ist so ein richtiges Arschloch hier im Dorf. Der gibt mir Vollgas auf den Keks. Der ist total unhöflich. Und ist so, wie gesagt, so ein richtiges Arschloch. Bienenhaus. Gab es nicht eine Bienenhaus-Blaupause? Ach, die gab es nicht hier. Verdammt. Wir haben zwei Bienenköniginnen. Das ist ganz schön teuer. Dann nehmen wir jetzt mal zwei mit. Dann brauchen wir aber nur den Smoker. Smoker. Und, ach, da oben wäre auch einer gewesen. Smoker und Gläser. Leeres Glas. Man kann übrigens mit Shift gedrückt halten und dann Rechtsklick kann man 10 Stück auf einmal rausnehmen. So, zur Info. Für die, die es immer alle einzeln rausziehen, habe ich leider auch schon gemacht am Anfang, bis ich dann irgendwann drauf gekommen bin. Ich könnte es ja mal probieren. So, ich bräuchte wahrscheinlich noch ein Bücherregal. Dann nehmen wir gleich mal zwei. Und dann hätte ich gerne eine Küche, weil ich habe ja keine Küche. Die kostet 100, dann nehme ich sie doch mit. Saatguthersteller, eine Kochstation. Mischstation, Frittierstation und eine Backstation. Holzküchentisch. Moderner, einfacher, modischer Tresen. Ich nehme jetzt mal drei mit. Dann eine Kochstation. Habe ich nicht schon eine Kochstation? Ne, eine Kochstation hatte ich noch keine. Eine Kochstation. Eine Frittierstation, eine Mischstation, eine Schneidestation. Okay, jetzt lasse ich es erstmal, weil jetzt habe ich dann doch schon sehr viel Geld ausgegeben. Hühnerstall-Fangkiste, eine Pfeife, die ist dann für den Hund wahrscheinlich. Und jetzt braucht man nur Samen. Salat, Mandarinen, rote Beete.
Süßkartoffel, Gurken, Kohl. Kartoffel haben wir doch schon. Ach, es gibt normale Kartoffel auch noch. Das ganze Geld ausgeben. Menno. So werden wir nie reich, wenn wir immer das ganze Geld ausgeben. Ja gut, aber wie gesagt, ich habe eigentlich angefangen mit nichts. Ich habe dann halt irgendwelche Gegenstände, die hier rumstanden, die kein Mensch gebraucht hat, verkauft. Aber pssst, muss ja keiner wissen. Bienenhaus. Bienenhaus. Ein Garten wäre mal nicht schlecht, gell? Dann stellen wir hier mal ein Bienenhäuschen auf. Und dann hier gleich nochmal eins. Dann holen wir gleich mal die Bienchen. Bienchen und Blümchen. Dann haben wir jetzt hier 2 Bienenköniginnen und 4 Arbeiterbienen. Das heißt, wir hauen hier gleich mal pro Stock eine Bienenkönigin rein und hier noch eine Bienenkönigin. Und jetzt brauchen wir noch die Arbeiterbienen. Dann hauen wir pro Stock immer 2 rein. 1, 2. So. Und dann würde ich das Ding eigentlich ganz gern mal die Erdblöcke raustun. Ah, ich muss mir irgendwann so eine Ding kaufen. So eine, wollte ich gerade sagen, Versandstation. So eine Station, wo ich die Dinge hin, Blaupausen vielleicht kaufen kann. Weil es nervt mich schon ein bisschen. Smoker packen wir da rein. Packen wir die leeren Gläser noch da rein. Was haben wir denn jetzt noch alles im Inventar? Samen. Diesen blöden Tisch. Den haben wir, können wir da vorne hinpacken. Dann pflanzen wir doch mal schnell die Samen an. Die haben wir gossen. Okay, dann pflanzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keine Ahnung, ob das noch wächst. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich bin ich dezent zu spät dran und habe mein Geld umsonst ausgegeben. Was haben wir jetzt hier noch? Keine Ahnung. Ich pflanze es jetzt einfach mal an. 1, 2, 3. 1, 2. Pflanze 50 Samen. Yay! Ich glaube, als nächstes mache ich mich dran, dass sie Alisa ihr komische Angelding macht. Aber ich glaube, Angeln muss ich mir sowieso eine kaufen. Also ich gehe mal davon aus. Ist jetzt eigentlich das Feengebäude noch da? Ja, es ist noch da. Dann sollte ich vielleicht gucken, ob ich irgendwo noch freche Feen bekomme. Solange das Feengebäude noch da ist, sollte man eigentlich schon gucken, dass wir irgendwie noch Feen finden. Also hier ist eine blaue. Vielleicht haben wir Glück und eine freche ist nicht weit weg. Aber mein Glück wahrscheinlich dann. Ich sehe jetzt spontan auf den ersten Blick leider keine. Hier auch nicht. Da auch nicht. Wahrscheinlich laufe ich 5000 Mal an irgendwelchen Feen vorbei. Das weiß ich jetzt schon. Das ist nämlich so der Klassiker. So, oh nö, da ist nichts. Und dann, da war ja doch was. Gehen wir mal auf einen höheren Punkt. Hallo, ich hätte gerne noch ein paar freche Feen. Kann man dann die nur begrenzt finden? Sind die irgendwie auf eine gewisse Anzahl von 10 oder so begrenzt? Weiß das jemand? Würde mich schon mal interessieren. Ne? Ne, wahr? Nein, hier sind keine. Hui! Da sind auch keine. Da ist eine. Habe ich dich. Habe ich dich gefunden. Ist hier noch irgendwo eine? Ich muss diese komischen Dinge jetzt echt langsam liegen lassen. Weil da sind so viele. Eine Bienenkönigin. Hui! Ist hier noch irgendwo eine Fee? Mensch Leute, ist hier noch eine Fee? Achtung, Achtung. Alle frechen Feen werden dazu aufgerufen, nach Hause zu kommen. Bitte stellen Sie sich in Reihe und Glied auf. Sie werden eingefangen. Und mehr oder weniger verkauft. Aber wir bekommen ja was dazu. Wir bekommen was dafür, sowas. Ja, eigentlich ist es eher Tauschhandel. Das hat ja mit Verkaufen nichts zu tun. Weil wir bekommen ja für das Einfangen der frechen Feen, bekommen wir ja dann wiederum
andere Gegenstände. Das heißt, wir verkaufen sie ja nicht. Verkaufen wäre ja tatsächlich gegen Geld. Kaisermantel. Ich glaube, ich werde nie den komischen Schmetterling finden, den man finden muss für das Museum. Niemals! Kann ich mir nicht vorstellen. Dafür gehe ich, glaube ich, zu wenig Insekten sammeln. Meistens gehe ich nur am Anfang Insekten sammeln und dann eben nicht mehr. So zwischendrin halt immer noch, wenn man mal unterwegs ist und man sammelt eh schon. Hey. Achtung, Achtung. Eine Durchsage. Die Feen möchten gerne gebeten werden, zurück zum Feenhaus zu fliegen, damit sie zwischendrin gefangen werden können. Ende der Durchsage. Ah, schwierig. Wirklich schwierig. Wie gesagt, die Frage ist halt immer, wie weit befinden die sich vom Dorf weg? Und da unsere Map ja nicht gerade klein ist, wird das wahrscheinlich schon eine ganze Weile weg sein. Hey, 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 hey. Eine Libelle. Und ein Teich. Das könnte jetzt gemein sein, dann könnt ihr das Wasser abbauen und mir dann zu Hause selber einen Teich machen. Ach, Menno. Eine Eichel? Die Eichel bringt mir wenig, aber mit Kuhdung, ich glaube, kann man aus Kuhdung Dünger machen? Aus Kuhdung Dünger machen. Dünger und Düngerer. Blöd. In letzter Zeit habe ich wieder so einen komischen, weiß ich nicht, ich kann meinen Humor gar nicht beschreiben. Er ist manchmal einfach zu dämlich. So dämlich, dass ihn manche Leute einfach gar nicht verstehen. Was auch richtig geil ist, Chuck Norris Witze. Über die kann ich fast immer lachen. Also ich kann ja nicht über viel lachen, aber Chuck Norris Witze sind einfach so dämlich, da muss ich immer drüber lachen. Weil jeder, der irgendwie mit Chuck Norris aufgewachsen ist und den halt kennt aus seinen Filmen und aus Walker Texas Ranger, der ja findet das halt einfach zu ulkig und weiß ich nicht, das ist halt so eine Generation, gell, wenn man mit dem aufgewachsen ist. Und dann eben die Witze dazu. Das ist schon immer sehr ulkig. Gibt es noch irgendwo eine blöde, freche Fee? Ah, ist auch bloß wieder normaler Blauer. Ich werde wohl diesen komischen Schmetterling nie finden, weil ich auch gar nicht weiß, wie er ausschaut. Es wird schon wieder dunkel. Nein, wir müssen ab zur Feenkönigin, weil ich nicht weiß. Ich glaube, der 13. läuft es, glaube ich, als letztes. Ich glaube, der letzte Tag, wo es läuft. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf den Rückweg. Nehme ich überhaupt auf? Ja, ich nehme schon auf. Nicht, dass ich hier so dumm vor mich hinlabere. Und dabei nehme ich gar nicht auf. Das wäre so, das wäre sehr amüsant. Aber ich denke, das kann jedem mal passieren. Ein Flattermann. Ein Marienkäfer. So komisches Grabbeldingens. Wo ist denn die Stadt? Da hinten ist die Stadt. Das ist kein Insekt. Das ist immer lustig, wenn man sich in der Map befindet und man dann einfach mal so mit der Maus klickt. Das ist kein Insekt. Ich suche freche Feen. Freche Feen. Mega freche Feen. Das ist noch eine blaue. Da war die aber überall schon, gell? Oh, Menno. Die sind also auch im eigenen Dorf unterwegs. Hier oben kann man übrigens nichts mehr abbauen. Unten im Keller kann man aber schon noch was abbauen. Ist natürlich sehr amüsant, ne? Genau den. Nee, das ist der andere Typ, den ich so hasse. Hey, lauf auf den Straßen! Dreck gehört auf die Farm, bla 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 bla. Matsch gehört auf die Farm, so hat er gesagt. So richtig unhöflich, so richtig Arschloch. Verzeihung, aber das konnte ich jetzt nicht anders sagen. Wir haben nur eine, schade. Unsere Geduld mit unseren Artgenossen ist am Ende. Was können wir für dich tun? Ich habe eine Fee gefangen. Ausgezeichnet, sicher. Was möchtest du im Gegensatz zu von uns?
Schubladen, Sofa, Glastisch, Lampe, kleiner Tisch. Die Seite bleibt jetzt hoffentlich stehen. Ja. Sessel ist jetzt nicht so wirklich toll. Die Sofas sind jetzt auch nicht so toll. Die Schubladen, ich weiß ja nicht, wie die Schubladen ausschauen. Glastisch, Lampe, kleiner Tisch, großer Tisch. Glastisch, die waren jetzt auch nicht so berauschend. Schubladen, weiß ich leider nicht, was es ist, aber ich glaube, ich werde nochmal eine Lampe nehmen, weil die Lampe finde ich tatsächlich cool. Danke! Eine gute Wahl. Ja, das weiß ich. Hui! Der Typ da hinten, der hier. Das ist total der Arschloch. Oskar! Nur noch etwas Zeit und alles ist bereit. Die Vorbereitung meiner Kampagne ist fast abgeschlossen. Ich muss mir nur die Unterstützung von ein paar mehr einflussreichen Einwohnern sichern. Ich werde sicherstellen, dass dieses Dorf sauber bleibt. Tja, meine Unterstützung hast du definitiv nicht. Weil wer mir sagt, Matsch, bleibt auf der Farm, kann ich mal kreuzweise. Wo ist denn unser Haus? Ah, da hinten. Hui! Du wirst langsam müde. Hui! Deswegen fliegen wir jetzt auch nach Hause. Uhu. Was ist eigentlich mit seinem Hundi? Geht es ihm gut? Weil den füttert ja momentan niemand. Tobi ist hungrig. Muss ich jetzt seinen Hund auch noch mitfüttern? Fluffy strahlt nur so vor Lebensfreude. Ja, Fluffy, ich muss mal schnell den Nachbarhund füttern. Wenn da niemand da ist. Bitteschön. Zurück ins Bett. Fluffy strahlt nur so vor Lebensfreude. Das freut mich. So, jetzt ist das Event, glaube ich, vorbei. Am 14. ist es, glaube ich, wieder rum. Ach, es gibt nur 16 Tage. Ja, dann wird mein Gemüse definitiv nichts mehr. Ich bin davon ausgegangen, dass es, dass es 30 Tage hat, so wie bei Harvest Moon. Verdammt. Das Festival ist zu Ende. Schön. Es regnet. Ich glaube, wir brauchen ein Dach. Ich glaube, wir benötigen ein Dach. Das wäre nicht verkehrt. Futter hast du noch? Und die können wir endlich ernten. Und Dankeschön. So, dann bringe ich mal schnell meinen Müll weg. Tja, und auf einmal ist wieder alles leer. Und der Festivalplatz, der mir hier gegenüber ist, ist auch leer. Schade. Mit den Feen war eigentlich ganz schön. Lustig ist, dass die Lichtschattenverhältnisse und alles noch da sind. Aber hier sind auch keine Feenlampen mehr. Schade. Schade Schokolade. Ist ja voll schade. Also schon das zeitgenössische grüne Lampe. Was für eine hässliche Lampe. So. Natürlich bekommt man für verarbeitetes Gemüse immer mehr Geld. Kaisermantel. Pinker Schmetterling. Blauer Schmetterling. Die Preise gehen langsam so im Keller, dass ihr jetzt langsam eigentlich mal nichts mehr davon verkaufen sollt. Bienenkönigin, die werden wir nicht verkaufen. Den, wie geht da jetzt mehr dafür? Wir geben nur 10. Naja, ist ja wurscht. Sternengelee braucht man, glaube ich, tatsächlich zum Kochen. Wir könnten mal unsere Küche machen. Wo war unser Zuhause? Ich hab's vergessen. Der Klassiker. Gegenüber von... Hier. Gegenüber von da ist da. Nein, da ist unser Haus. Was ist das? Ein Fliegenpilz. Schön. Oh, ein normaler Pilz. Bei Regentagen gibt man anscheinend Pilze. Magic Mushrooms. So, freche Feen dürften ja jetzt hier eigentlich nicht mehr rumfliegen, weil er das Festival zu Ende ist. Kann ich den nicht wieder anpflanzen? Was ist das für ein Kack? Wir sollten unser Haus fertig machen. Alles riecht nicht. So. Wobei eigentlich die Essenszubehöre sollten eigentlich in die Küche. Aber ich glaube, wir machen jetzt zuerst mal unsere Küche. So, dann machen wir hier die, dann da. Die da, da, du, die Liga. So, dann würde ich die, würde ich dann hier hin machen. Dann machen wir da eine Theke. Und dann machen wir die Backstation daneben. Dann so. Ich würde die gerne um die Ecke gehen lassen. Wir haben noch die Schneidestation und wir haben noch die... Was war das? Die Kochstation. Kochstation. Dann würde ich die Kochstation
Ach, die geht hier natürlich nicht mehr hin. Bei Kack. Kochstation geht aber hier hin. Dann machen wir jetzt hier nochmal so eine Theke hinten rein, oder? Also, Theke. Pass mal auf. Die Theke hier rausnehmen. Das Kochding gleich da daneben setzt. Und hier dann noch die Schneidestation. Dann überschneidet die Schneidestation die Backstation. So ein bisschen. Wir könnten aber hier hinten noch die Theke rausmachen. Moment. Ich will die wegmachen. So, kann nicht meinen Hammer drauf abstellen. So, und zwar folgendes. Wir hatten doch noch mal so eine Lampe. So. In eine Lampe rein. Dann hier eine. So. Sieht irgendwie blöd aus. Irgendwie schon. Ich würde hier aber trotzdem gerne die Theken hinmachen. Hier nochmal eine Theke, oder? Dann hier die Backstation. Verkackt. Hier die Backstation. Und dann hier die Schneidestation. Und neben der Schneidestation die Lampe. Und zwar hier wieder. Oh, Blümchen. Blümchen. Vielleicht nur zweites Fenster kaufen wäre vielleicht nicht schlecht. Den Tisch finde ich jetzt nicht so toll. Ich werde die Tische wohl verkaufen. Nee, dann haben wir noch hier zwei Regale. Wir könnten hier eins hinstellen. Und dann später nochmal eines. Dieser Raumtrenner. Sieht aber irgendwie blöd aus. Gib mir meinen Hammer. So. Sieht ein bisschen doof aus. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich es hinstellen soll. Vielleicht hier tatsächlich rein. Nein! 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 Ja, genau. Klassiker. Das ist natürlich ganz super. Das war jetzt gerade echt super, weil ohne den Hammer kann ich nicht einmal die Wand wegmachen. Deckenlampen können wir leider noch nicht gebrauchen, weil wir noch keine Decken haben. guck mal das hier her. Das wollen wir verkaufen. Dann, welcher Saft? Können wir den auf Theke stellen? Können wir den als Deko auf die Theke stellen? Tatsächlich. Zack. Sieht das nicht schön aus. Ich verkaufe mal schnell die Tische. Fluffy! Mein Guter. Mein Gutester. Mein Bester. Jetzt haben wir so viel Scheiß gemacht in der Folge. Ist der Regen nicht entspannend? Er ist ein guter Vorwand, um einfach faul zu sein und meine Wäsche nicht zu waschen. Hä? Bei Schlechtwetter kann man auch die Wäsche waschen? Welch eine Logik. Die Logik muss erstmal einer verstehen. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Aber ich mach's. Bienenkönigin behalten wir noch. Was ist das? Parkettboden. Wir haben nur die weiße Holzplankenblock. Ich hätte halt gern mal so Blaupausen. Gerade für Ziegelsteine oder so. Das wäre schon. Aber ich glaube, die kriegt man tatsächlich, wenn man dieses komische Dingens macht. Dieses. Ich hab vergessen, wie es heißt. Mischstation brauchen wir nur. Die Frittierstation brauchen wir nur. Und dann haben wir, glaube ich, alles. Schneidestation haben wir. Was haben wir hier nur? Die haben wir. Die Mischstation fehlt uns und die Frittierstation, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Misch, Frittier. Und das müsste dann eigentlich reichen. Einfacher Küchentisch. Gibt's denn auch noch Stühle? Einfacher großer Holzkleiderschrank. Reguläre Kommode. Wie viel egal.
So, und jetzt ist gleich wieder unser ganzes Geld weg. Alles geht in den Fenster rausgeschmissen. Windspiel. Das ist jetzt alles nichts Lebens. Birnenbaum. Hat er hier auch noch mit Samen? Ach, okay, der hat zwei Regale mit Samen. Gebratenes Ei-Rezept. Ei, Käse, Milch, Brot, Hefe. Hefe, Mehl. Leeres Glas haben wir schon. Joghurt, Reis, Brot, Salz. Nehmen wir jetzt mal so typische Standard-Kochsachen mit. Hier hinten sind wir. Hier leuchtet es noch, obwohl hier gar nichts mehr ist. An der anderen wird mit dem Besen rum, oder? Kann das sein, halt? Wir sind ja hier. So, dann können wir jetzt endlich hier unsere Küche vervollständigen. Jetzt fehlen mir bloß noch Tische eigentlich. Das wird von der Station her nicht reingehen. Haben wir die Frittierstation und der Tisch ist natürlich schon wieder im Weg, gell? Klassiker. Nein! Give me! So, dann haben wir nur die Backstation. Die Mischstation. So, und jetzt haben wir hier so unsere Küche. Das sind leider bis zwei Felder. Gibt es einen Kühlschrank auch noch? Was? Es gab mal einen Kühlschrank auch noch, oder? Dann könnte man den Kühlschrank eigentlich hier hinstellen. Und das Regal irgendwie woanders hin. Ja, ich denke, das sieht ganz gut aus, oder? Jetzt haben wir hier so eine schöne Küche. Ich mach da mal einen Screenshot. Ah, okay. Der lässt mich nicht wirklich. Der lässt mich nicht. Warum? Weil ich doof bin. Aber jetzt lässt er mich. Zurück zum Spiel. Ja, dann beende ich jetzt aber mal die Folge, weil es eh schon wieder viel zu lang. Und muss mal gucken, was den Tag heute noch so bringt. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und schaut auch in der nächsten Folge wieder mit vorbei. Und keine Ahnung, was wir dann machen. Das Event ist jetzt leider vorbei. Und mal schauen, vielleicht baue ich in der Zwischenzeit einfach mal weiter ohne euch, damit ihr euch den Schmarrn nicht antun müsst. Ja, ich sage dann vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und war schön, dass ihr mit dabei wart und sagt danke und Ade. Maschi. Tschüssi.